ist man wieder in der Welt des Alltagsstumpfsinns, der Alltagsroutinen angekommen, weiß man, dass Gott, das System UBW, lügt, täuscht, sich selber schützt, indem es die Quellenergie einreiht in eine Kontinuität der Unsterblichkeit, des Immerweitergehens. Und dann wird klar, dass alle Momente der Diskontinuität, des Aufrisses, des Aufbruchs, der Wahrnehmung, der unwiederbringlichen, des unwiederbringlichen Einzelmoments endgültig unwiederholbar. Der melancholischen Ernsthaftigkeit des Unvermeidlichen, des nie zu vollendenden, des immer verschwindenden, zu Bruch gehenden, dass diese diskontinuierlichen Aufbruchsmomente auch nur der Inversion dienen. Sie wurden eingeführt als Verlustinversion und das sollen erneut verworfen, invertiert, negiert werden, um sie zu positivieren. Dieses Erblicken des Wie kann das sein, dass das da ist, vom kleinsten Sandkorn bis zum Flip-Flop. Wie kann das sein, dass dieser Film durch die positivierte Spannung dieser Doppelmembranblase erzeugt wird als Gegenreaktion, als multipliziert, komplexierte Vielfältigkeit an Dreidimensionalität gegen das Unzählbare. Gegen das eigentliche Reale, das nur nichts ist in seiner Vollständigkeit und Totalität und nicht existent und Abgeschlossenheit. Die Anwesenheit, die Gegenstrampe, Gegenreaktion gegen den Verlust ist. Die Suche des Nichts nach etwas, dass es dingfest machen kann, wenigstens für einen kurzen Moment. Nein, das war wieder ein falscher Ausgang. So lässt sich das nicht schlussfolgern.